Herzlich willkommen, liebe Medfreunde, zum vierten und letzten Teil meines herzhaften Medansatzes hier und nach unserem Rezept von 1785. Der Med stand jetzt hier einige Wochen und heute ist es endlich soweit. Ich werde jetzt diese kleine Menge hier mit drei Filterscheiben durch mein Burkino jagen und dann sehen wir uns zur Endverkostung wieder. So, der Filtervorgang ist wieder mal beendet. Hier seht ihr die Filterplatten. Das sind Feinfilterplatten mit 0,7 Mikron. Der Filtervorgang verlief komplett ohne Probleme. In kürzester Zeit waren die ca. 4 Liter feinst gefiltert. Und das Ergebnis schauen wir uns jetzt mal an. So, liebe Medfreunde, unser Projekt wurde heute gerade eben beendet. Der schöne Wein nach einem Rezept von 1785 mit unseren vor der Haustür direkt gesammelten Schlehen ist fertig, feins gefiltert mit 0,7 Mikron. Es sind knapp ungefähr 4 Liter geworden, eine fantastische Farbe. Ich leuchte mal hier ein wenig mit einer Lampe. Dann könnt ihr euch mal ein Bild von dieser grandiosen Farbe hier machen. Ein großer Anteil dieser Tönung kommt von den Schlehen, aber natürlich auch von dem verwendeten Beerensaft. Ich habe hier wieder die obligatorische Restmenge und selbstverständlich werde ich dieses herrliche Getränk hier, dieses Elixier, verkosten und werde ein Fazit abgeben. Zunächst die Verkostung. Ihr könnt es euch ja sicher denken, während des Filtervorgangs und bei der Abfüllung habe ich natürlich schon einmal den Wein zu schmecken bekommen. Aber jetzt in aller Seelenruhe nochmals die Verkostung. Leute, so etwas habt ihr noch nicht getrunken. Ein grandioser Geschmack, eine Geschmacks- und Aromenexplosion im Mund, die unvergleichbar ist. Die Süße ist hervorragend. Der Honig,
tritt etwas in den Hintergrund, aber man bemerkt ihn ganz deutlich. Die Schlehen schmeckt man heraus. Den Beerensaft schmeckt man heraus. Es schmeckt wie ein, ja, wie gesagt, unvergleichlich. Das ist ja ein extrem hervorragender Rotwein und dann noch eben diese Schlehennote darin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein grandioser Geschmack ist. Unvorstellbar, einen solchen Wein auf dem Markt zu bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Methersteller so einen Wein hier anbietet. Vielleicht ja jetzt nach meiner Videoreihe, dass plötzlich solch ein Schlehenmet nach dem Rezept von 1785 auf dem Markt auftaucht. Aber selbst ihr kennt das, falls ihr versucht, Schlehen zu erwerben, die sind sündhaft teuer. Und so ein Wein in einer 0,7 Liter Flasche würdet ihr mit Sicherheit auf dem Markt nicht unter 20 Euro bekommen. Es ist, also ich habe noch nie so etwas getrunken. Es ist fantastisch. Ich kann euch nur empfehlen, macht das nach, sammelt noch Schlehen, wenn es geht. Jetzt ist ja der erste Frost, war da. Falls ihr eine gute Schlehenstelle habt, sammelt schnell noch Schlehen und setzt euch eine große Menge davon an, weil dieser Wein ist einfach nur fantastisch. Und wie es bei Schlehen üblich ist, wird er im Laufe der Zeit immer fantastischer. Auch bei einem Schlehenlikör, einem Schlehenfeuer ist das so, steht ein Schlehenfeuer ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, umso besser schmeckt das. Und ich schätze, dieser Wein hier braucht mindestens eine Lagerzeit von einem halben Jahr, möglichst noch ein oder anderthalb Jahre, vielleicht zwei Jahre. Und ständig wird er den Geschmack noch weiter verfeinern. Zum Fazit, die Gärung verlief wieder mal bilderbuchartig. Wir haben einen grandiosen Alkoholwert von 14,5% erreicht. Der Filtervorgang verlief komplett unproblematisch. Der Wein, ihr habt das ja sicherlich gesehen im Video, hatte sich bereits gut vorgeklärt. Ich hatte jetzt einige Wochen Pause hier zwischen und da habt ihr dem Wein etwas Zeit gelassen, sich vorzuklären. Im Prinzip hätte man den auch direkt von der Hefe jetzt ziehen können und direkt verkosten, da diese Fragen kommen ab und zu von Anfängern. Was mache ich, wenn ich jetzt keine Filteranlage habe oder ich habe kein Geld für eine Filteranlage? Ihr seht, ihr könnt den Wein einfach einige Wochen lagern lassen bei relativ kühlen Temperaturen oder auch im Temperaturbereich eines Wohnzimmers. Und dann wird er sich selber klären und das Ergebnis schon wird absolut fantastisch. Natürlich bringt ein Filtervorgang mit 0,7 Mikron oder einer Sterilfilterung von 0,25 Mikron noch etwas mehr Klarheit, etwas mehr Brillanz, ein wenig mehr Geschmack in den Wein. Aber im Prinzip reicht das auch, wenn ihr den Wein der natürlichen Klärung überlasst. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen, außer das müsst ihr unbedingt mal getrunken haben, diesen Wein. Deswegen setzt euch schnell noch einen an. Ansonsten bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit. Vielleicht hat der eine oder andere diese Reihe ja ganz interessant gefunden. Bitte unterstützt meinen Kanal mit einem Daumen nach oben für jedes Video. Und wer möchte, kann mich auch finanziell unterstützen mit einer kleinen Spende. Ihr könnt unter jedem Video findet ihr einen PayPal-Spenden-Button, bei dem ihr noch nicht mal bei PayPal angemeldet sein müsst. Ansonsten bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch
jetzt ein schönes Julfest und nochmal viel Spaß mit euren Ansätzen und bleibt mir weiter treu. Bis zum nächsten Mal.